Der Schnee ist weg, die Straßen sind frei vom Salz, schön trocken. Und jetzt kann ich endlich die Probefahrt mit dem heißen Schlitten hier machen, wo ich jetzt schon seit 3 Wochen drauf warte. Und was ich an dem Auto umgebaut habe und warum ich jetzt eine Menge zu tun habe, wenn ich unterwegs bin, damit erzähle ich euch unterwegs. So, ich habe ein paar grobe Voreinstellungen gemacht. So, mal gucken, ein bisschen sehe ich da noch im kalten Zustand, da muss ich noch mal bei. Dann fahren wir einfach mal los. Also, ich habe ja viel über unsere Steuergeräte etc. erzählt. Und hier haben wir jetzt einen völlig originalen 964, ist ein C4, bei dem wir den Motor General überholt haben. Und wir haben jetzt ein 964 Steuergerät genommen, haben den Deckel abgemacht, die Platine ausgebaut. Wobei ich sagen muss, ich bestelle immer günstigere Steuergeräte von anderen Fahrzeugherstellern im gleichen Gehäuse, weil die 964 Steuergeräte kaputt zu machen wäre einfach ein bisschen zu teuer. Und dann baue ich, wie gesagt, mein Steuergerät in das Gehäuse ein und wir adaptieren im Prinzip die Stecker von unserem frei programmierbaren Steuergerät auf den originalen Kabelbaum, der im Fahrzeug ist. Ne? Der Vorteil ist, ich muss keinen Stecker abschneiden, ich muss nichts verändern, kann ein paar Bauteile hinten im Motorraum entfernen. Ich hatte das ja mal kurz erwähnt, wir haben ja so ein Luftmassenmesser-Ersatzrohr und diverse andere Dinge, die wir jetzt hinten ausgebaut haben. Die Kabel werden dann schön sauber eingewickelt, mit Kabelstrapsen weggestrapst und dann werden die hinten im Motorraum versteckt. Was einfach den Vorteil hat, dass man die komplette Geschichte komplett zurückrüsten kann. Ja, das heißt, wenn ich mir irgendwann überlege, ich möchte wieder in die Serie zurück, dann ist das kein Problem. So, und bei dem hier habe ich jetzt noch was gemacht. Der hat nämlich jetzt die originale E-Gas-Klappe vom 997 hinten mit drin. Und das ist jetzt quasi mein erster Test. Also ich habe Grundeinstellungen gemacht, Leerlaufregelung eingestellt und so weiter. Jetzt muss ich überprüfen, weil die Drosselklappe ein bisschen größer ist. Deswegen läuft hier im Laptop der Log gerade mit, ob das von den Kennfeldern her noch so passt. Und ich merke schon, die Klappe reagiert viel zu aggressiv. Also Gaspedal ganz leicht angeguckt, ist er sofort da. Da muss ich noch mal in die Kennlinie rein und so umprogrammieren, dass der ein bisschen sanfter loslegt. Aber der erste Eindruck ist die Bombe und der Hammer ist, wenn man jetzt da hinten reinguckt, man sieht nichts. Ja, also ich sag mal, der Kenner weiß, wenn man von oben auf unser Resonanzklappenersatzrohr guckt, sieht dann, dass da eine elektronische Drosselklappe drauf hängt. Aber das ist wirklich das einzige Detail, woran man das überhaupt merkt. Ja, und der Vorteil ist, ich kann jetzt hier mit der Verdichtung spielen, andere Steuerzeiten machen, Kanäle bearbeiten, egal was, und bin frei programmierbar. Ich kann das ganz individuell abstimmen, das Auto. Ja, also ein Fächerkrümmer Sportauspuffanlage drunter machen und dann gehe ich einfach in die Kennfelder, ändere alles und das Ding läuft perfekt. Und das in jeder Lebenslage. Ist einfach nur genial. Ja, und das bei ganz modernen Funktionen, Schubabschaltung und alles, was dazugehört, um dann auch noch Sprit zu sparen und die Abgase zu verbessern, ne? Also das ist echt abgefahren. Ja, wir haben ein paar von den Steckern für unsere Geber missbraucht. Also ich habe zum Beispiel das Kabel von dem Luftmassenmesser jetzt genommen, habe mir im Prinzip das Gegenstück von dem Stecker besorgt und bin da dann mit kurzen Kabeln auf Geber, die wir jetzt brauchen, gegangen und habe das alles angeschlossen. Ja, Klopfregelungen, egal was, ist alles mit drin. Und das Geniale ist, ich könnte jetzt theoretisch über so eine Dash-App mir noch ein Handy hier reinholen, an eine Scheibe klemmen und kann neben dem Navigieren meine gesamte Motorsteuerung überwachen. Ja, alles, was ich wissen muss, ich kann sehen, wenn der anschlägt, wenn der anfängt zu klopfen, wenn ich jetzt schlechten Sprit zum Beispiel drin habe oder was auch immer. Ja, es lässt keine Wünsche offen. Ja, also ich finde es genial und der Wagen läuft echt für den ersten Run jetzt mega geil. Ich halte jetzt gleich mal an, guck mal in den Log
Weil Safety first, ne? Also ich habe mir angewöhnt, während der Fahrt nirgendwo dran rumzufummeln, ist viel zu gefährlich. Das mache ich dann immer, ich bleibe immer stehen, mache mir die Loks auf, sehe dann an welchen Stellen der nicht vernünftig läuft etc. und dann greife ich mit Änderungen ein. Wobei wir, wenn wir jetzt ein Fahrzeug komplett neu haben und ganz von vorne anfangen mit neuen Kennfeldern, meistens zu zweit fahren. Ne? Dann sitzt entweder der Christian oder der Sven hier auf dem Fahrersitz, ich sitze mit dem Laptop daneben und mache dann die ersten groben Grundeinstellungen, damit man mit dem Auto überhaupt erstmal vernünftig fahren kann. Ja, ich finde es genial. Ja, ich fahre jetzt mal wieder zurück, werte das aus und werde dann auch mal so ein paar Details dazu noch zeigen, wie wir das so machen. Fällt mir gerade ein, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich muss dringend zum Friseur.